Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zeit für Satisfactory. Damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory mit Ragnar Bertholdsson. Das wird ein Fest, hoffe ich. Ich muss gerade erstmal gucken, wo wir stehen geblieben sind und ich glaube, ich hab's schon wieder. Aber ich war wieder zu blöd und hab nicht gespeichert, deswegen ist nur die Hälfte davon da. Aber das ist gar nicht so schlimm. Wir ziehen das einfach durch. Wir wollten gerade hier unsere Eisenfließbänder mit unserem kleinen Werk da hinten verbinden. Und machen das jetzt eben noch fix fertig. Alles easy peasy. Zack, der muss da ganz oben hin und der muss da hin. Und dann machen wir das alle drei Felder, glaube ich, wa? Ja. Zack. So können wir das alles noch ein bisschen variieren, wenn wir das wollen. Zack. Na komm. Und hoch. Eins, zwei, drei und weiter geht's. Ja, ist wieder schon wieder eine Woche vorbei tatsächlich. Ich bin selbst immer wieder erstaunt. Ich bin... Mein Rotz mittlerweile weitestgehend los und kann wieder reden wie ein normaler Mensch. Meine Güte. Ging mir das die Zeit über auf den Sack. Und ja. Ne, da es einfach an der Zeit ist. Wir haben Wochenende und ich habe gerade ein bisschen Zeit. Frau und Kind sind im Bett. Also ab zur Aufnahme, würde ich sagen. Ach, da ist er wieder. Schön. Und muss jetzt erstmal gucken, wie wir das hier weitermachen. Ja. Moment. Das ist ja... Das war so nicht geplant. Hätte ich mir mal genauer angucken sollen, ne? Egal, wir legen das jetzt einfach hier hinten lang. Und hoffen, dass wir noch ordentlich... Beton auf Halde haben. Aber mit unseren beiden Ketten sollte das eigentlich ganz gut vorangehen. So dass wir hier noch ein ganzes Stück weiterkommen könnten. So, machen wir erstmal so weit. Legen, wenn wir schon dabei sind, auch fix die Bänder hier lang. Und dann holen wir gleich nochmal Beton. Und dann machen wir den Rest hier fertig. Na. Eins, zwei, drei. Das war eine scheiß Idee mit allen drei Feldern. Nur mal so am Rande. Und meine Fresse, es ist gerade ganz schön laut bei mir auf den Ohren. Das nervt dezent. Oh, jetzt kann ich wieder denken. Ist ja Wahnsinn. Ah, sind wir schon parallel zum ersten Förderband. Das heißt, beim nächsten wäre schon Schluss, wow. Das wäre super. Na komm. Ach, jetzt habe ich... Jetzt ist endgültig alle. Na gut. So, damit das nicht schnell auf den Keks geht, düsen wir mal gleich weiter. Und holen uns einfach mal einen ordentlichen Schlag Beton. Und dann bauen wir da einfach gleich das nächste Fließband weiter. Was haben wir da? Ja, da geht da was. Zack. Ja, da geht eine Menge geht da. So. Das nächste Förderband. Also wir haben hier 1, 2. Wir haben immer 2 dazwischen frei. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir das hier weiter, aber macht ja fast ein bisschen Sinn. Ja, ich habe jetzt gerade gelesen, ist ein neues Update draußen, sodass man jetzt für Kohlekraftwerke tatsächlich irgendwie Wasser und Kühlung und so weiter braucht. Ich bin ja schon ganz gespannt, wa? Aber wir sind da irgendwie noch ganz schön weit von weg. Von daher lassen wir uns mal ein bisschen Zeit. Wieso ist hier... Was ist hier los? Strom leer. Das ist doof. Na dann legen wir doch hier nur fix rüber und dann geht das weiter. Erstmal bisschen Strömung holen.
Oha. Oh, ein ganzes Stückchen tiefer. Was brauchen wir da? Brauchen wir da so ein? Ne, erstmal brauchen wir so ein. Und dann kommen wir genau damit zurecht. Das ist ja wunderbar. So, aber bevor wir jetzt irgendwas weitermachen. So, mal für Strom, wa? Einmal fix ein bisschen was sammeln. Und den Rest mal die Kettensäge. Gib ihm hart. Ich hoffe, ich habe schon genug Bio-Scheiße verballert, dass ich wieder genug Platz im Inventar habe. Bio-Scheiße sei schon, ich meine Beton. Das war gerade ganz schön voll. Oh, das ist ja auch schick. Da müssen wir nachher mal hin. So, kicken wir mal. Und weg damit. Komm. Hau ab. Ich find's ja schön, dass er gleich den ganzen anderen Scheiß hier mit. Ja, kann ich aber so aufheben, wa? Ne, kann ich nicht. Warum nicht? Hä? Wieso kann ich das? Ich kann das weder aufheben noch sonst irgendwas. Weil ich voll bin. Natürlich. So, was haben wir denn hier? Kalkstein, bisschen Biomasse noch. Holz, Holz, Holz. Daraus können wir erstmal eine Menge machen. Das nehmen wir erstmal einfach mit. Boah, das sieht ja mittlerweile ganz imposant aus, wa? Meine Fresse, wie viel Heilungsscheiß hier rumliegt. So, und einfach mal aus Ästhetikgründen stützen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen ab hier. Das war knapp. So, und dann... Ich habe da ungern wieder so einen Knick drin. Das hatten wir vorhin schon. Oder beim letzten Mal schon. Aber es wird nicht anders gehen. Zack. Zack. Dann machen wir es halt so. So. Passt. Kommen wir hier schon mal hoch. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir gleich mal voll hier. Können wir auch vernünftig langlaufen. So. Dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen Treibstoff herstellen. Oh, wir haben ein bisschen was. Da muss ja was gehen. Ne, wir können ja mittlerweile auch den Bio-Brennstoff machen. Der hat ein bisschen mehr Haltwert. Machen wir den erstmal. Wenn wir da zwei Stacks von haben, ist das, glaube ich, sind wir erstmal wieder ganz gut gerade vor. Vielleicht auch drei. Wir schauen mal. Vielleicht sollte ich das doch automatisieren. Aber ich will das eigentlich nicht. Das ist so ein Übergangsbrennstoff. Das ist eigentlich Blödsinn. Totaler Bullshit. Oh, 206, gut. Machen wir es erstmal fertig und dann machen wir hier noch. Was haben wir denn so viel davon gesammelt? Meine Fresse. Das ist ja unglaublich. Und Brennstoff. Was kann noch Beton hier? Meine Fresse. Was für eine Verschwendung. Weg damit. Und mehr Brennstoff. Viel Brennstoff hilft viel. Ich habe immer noch nicht nachgeschlagen, tatsächlich, ob der Brennwert von dem Biobrennstoff so viel besser ist als der von normaler Biomasse. Interessiert mich aber immer noch. Vielleicht, dass irgendeiner weiß, haut es gerne mal in die Kommentare. Es interessiert mich tatsächlich brennend, weil dann würde ich mir das ganze Rumgetippe hier nämlich sparen. Das lohnt sich denn nämlich nicht. So, wer hat denn hier nichts mehr? Wie ist bei dir? Du hast noch ganz gut. Dann machen wir gleich alle voll hier. Und du hast auch noch ganz gut. Du hast gar nichts mehr. Und du wahrscheinlich auch nicht. So. Zack. Läuft die Hütte wieder. Sauber. Und wir können weitermachen. Mit unserer... Hab ich hier die Hälfte vergessen? Was ist denn hier? Ach ne, ich hatte keinen Beton mehr, ne? Zack. Dahin. Und ich weiß wieder mal nicht, was wir jetzt hier eigentlich noch bauen müssen.
Weil eigentlich haben wir die Sachen, die jetzt wichtig sind, erstmal automatisiert. Aber wir haben jetzt ein paar neue Sachen beim letzten Mal freigeschalten, wenn ich mich nicht irre. Wir gucken mal einfach, was haben wir denn hier jetzt? Konstruktor, das meinte ich aber nicht. Energie, Fundamente, Black Higgs. Ah, stimmt, die haben wir jetzt auch. Wir können Fabrikgebäude nachher erstmal bauen. Geil, oh, den will ich auch haben. Beobachtungsturm. So, aber was machen wir denn jetzt Schönes? Mit unserem ganzen Metall. Okay, erstmal haben wir hier einen Container. Den können wir auch erstmal bauen, dann kann der ganze Scheiß schon mal hergeliefert werden. Und ich glaube, angeschlossen haben wir den Scheiß auch noch nicht. Der erste steht da noch so. Na egal. Ups! Das war ja mal voll daneben. Da habe ich mich gerade nur drauf verlassen, dass der bündig steht. Und das einfach mal nicht gedacht, bedacht. So. Hier drei Felder. 1, 2, 3. Ich muss auch gleich wieder so übertreiben. Mit den hohen Masten hier, ne? Weil die brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr. Weil ich hier dann eh nicht mehr weiter, groß weiter kann. Na, ich überlege mir da mal was. Wird schon werden. Oh, fuck. Ficky, ficky, fick, fuck. So. Zack. Können wir mal so ein bisschen vorbeigehen machen. Jetzt müssten wir da unten, glaube ich, erstmal für Strom sorgen. Hat der schon? Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Wir kicken mal. Zack. Zack. Oh, das war Blödsinn. Weg damit. Unten soll es so ran. Und auch unten. Und auch unten. Was habe ich denn hier gemacht beim letzten Mal, sag mal? Ist ja nicht zu ertragen, diese Unfähigkeit. Zack. Und. Und gib ihn. So, fließt hier schon was? Hier fließt noch gar nichts. Das Ding hat einfach keinen Strom. Was ist denn das für ein Quatsch? Das. Gib ihm hart. Rödel, rödel, rödel. Na? Ist hier dein Ding? Geht doch. Sehr schön. So. Dann bauen wir das Ding tatsächlich jetzt mal fertig. Wenn wir hier schon dabei sind, nehmen wir den Scheiß gleich weg. Sieht denn das aus hier? Genauso hier hinten. Wächst hier einfach die Fauna. Durch unser schönes Bauprojekt durch. Das kann man nicht angehen. So, und dann würden wir ein bisschen umdisponieren. Die beiden werden dann zu Eisenplatten und die neue würde ich, glaube ich, einfach zu Dings hier machen. Zu diesen Eisenstangen. Denn, dann kann ich hier jeweils ein Gebäude rumziehen. Ich glaube, das ist eine dadute Idee. Das werde ich einfach mal so machen. Um hier mal ein bisschen Ordnung reinzukriegen. So. 1, 2, 3, 4. Da reichen dann die kleinen wieder. Zack, zack. Und dann die großen hier ruf. Ich weiß noch nicht, ob das alles so richtig was bringt, was ich hier mache, aber ich hoffe einfach mal aufs Beste. Wir haben gerade Ressourcen im Überfluss. Wir machen einfach. So, Schmelzofen. Einmal so rum. Dazu gibt es wieder ein Lagermodul.
Zack. Zack. Dann wieder ein Konstruktor. So. Zack. Und nochmal ein Container. Zack. Und dann sind wir doch jetzt mal kurz vorne, gerade vor. Dahin. Dahin. Bevor ich nachher noch wieder dreimal hin und her renne, bauen wir das vielleicht gleich mal an. Zack. Sag dir schon mal, was du machen sollst, nämlich Eisenstangen. Strom braucht der ganze Scheiß auch noch. Zack. Zack. Und zack. Was ist hier los? Oh, keine Eisenstangen mehr. Das ist doof. Schwupp. Es hängt hier mittlerweile auch alles weit auseinander. Meine Fresse. So, oh, ich glaube, ich habe genug. Die nehmen wir hier mal raus und stellen wir ihn hier nämlich schon mal um auf Eisenplatten. Dann gehen wir aus. Rezept wählen, Eisenplatten, genau. Und wieder an. Alter, dieses Röhren der Kettensäge ist auch mal was nervig, ne? Meine Fresse. Ist ja unglaublich. So, das sitzt auch. Zack. 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 Es dauert durch dieses Gerenne auch alles lange, ne? Meine Güte. So. Dann haben wir das hier schon mal stehen. So weit, so gut. Dann brauchen wir jetzt erstmal Strom. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Na. Hier hin. Und wo haben wir hier den nächsten? Ah, hier. Gut. Zack. Und wenn wir schon mal hier sind, gehen wir gleich nach oben. Das war dumm. Jetzt habe ich schon wieder. Oh, ich glaub's ja nicht. Komm schon. Meine Güte, Müller, ey. Also verscheißen kannst du das auch echt gut. Gut, aber den da hinten brauchen wir jetzt eh gerade nicht. Du kriegst jetzt mal Strom. Du kriegst daher Strom. Du daher. Kriegst du hier Strom. Du von da. Und du gehst damit rüber. Und dann müsste das alles laufen. Du weißt natürlich noch nicht, was du machen sollst. Das ist doof. Eisenbahn sollst du machen. Komm. Und irgendwann kriegst du dann nochmal Erz. Und dann geht's los. So, dann haben wir jetzt zweimal Eisenplatten, einmal Eisenstangen. Mache ich gleich nochmal Eisenstangen? Habe ich hier so ein doppeltes Fabrikgebäude? Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Ja, ich glaube, das mache ich. Pflanzen wir gleich nochmal eine Produktionslinie daneben. Und tatsächlich überlege ich. Also erstmal gucken, ob das passt. Das sieht ganz gut aus. Und dann nehme ich, glaube ich, den Strom, lege ich dann hier mittig lang. Ja, das werde ich machen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Alter, wie viel Concrete man einfach braucht, ey. Das ist eine Macke. Dann lege ich das nämlich alles rüber und dann kann ich hier schön die Wand lang ziehen. Ja. Cool. Das wird da hinten ganz schön eng. Was ist das denn? Muss ich mal gerade gucken. Ja, das geht doch, oder was?
Erstmal weg hier den Scheiß. Ja. Und weg. Und weg. Steht dem Fortschritt hier mal nicht im Weg. Rappel. So, was machst du hier? Bist du bescheuert oder was? So. Gucken. Ja, gut, das sind Kleinigkeiten, glaube ich, oder? Da geben wir einen feuchten Furz drauf. Kannst du mal... Weg, danke. Alles weg. Weg, 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 weg. Und du auch. Okay, ich glaube, ich bin inventarmäßig gerade ein bisschen voll, aber das ist ja wurscht. Da kommt die Frau hochgewackelt. Hallo Internet. Da hat das Kind mal schnell geschlafen, muss ich sagen. Genauso totgespielt wie der Hund. Jo. Alle fertig mit der Welt. Nö, der bewegt sich kein Millimeter mehr heute, glaube ich. Ja, der Hund meinte heute Nacht, er müsste uns allen ein bisschen auf den Sack gehen. Und dann durfte er erst mir auf dem E-Roller hinterher rennen und damit ihrer Schwester tun. Und ich glaube, wir haben ihn jetzt kaputt gespielt. Endgültig und für immer. Der regt sich so schnell nicht mehr. Oh, ich habe nichts gesagt. Dieser Hund ist einfach unkaputtbar. Baby. Der hat angefangen, sie hat heute angefangen, ihre Schwester zu rammeln. Und Frau nennt dieses Ding immer noch Baby. Irgendwas läuft hier falsch. Und zwar gehörig. Och, wir haben auch ordentlich Zeit. Meine Güte. Das ging ja wirklich massig schnell. Ich glaube, es wird gerade eng. Ja, es wird eng. So. Hallo, Internets. Boing. Alter, sie ist gerade einfach nur umgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen lauten Boom gehört habt. 40 Kilo Hund, der einfach nicht mehr kann. Komplett mit durch. Tja. Hat man davon. Naja, Schätzchen am Arsch. T-O-T. Jo. Richtig. Einmal Pseudo-Rammeln. Mehr war leider nicht drin. Tut uns leid. So, aber mal langsam hier wieder zurück zum Spiel. Was hast du denn für mich? Ja. Was ist sie? Was? Oxytocin? Was willst du mit Oxytocin? Ich vermute groben Unsinn gerade. Ich weiß nicht, was die Frau mir zeigen will, aber irgendwas will sie mir zeigen. Ich entschuldige mich dafür, dass das gerade überhaupt gar nichts mit dem zu tun habe, was ich hier tue. Ja, ja, nur um mir auf den Sack zu gehen, sodass ich nicht die richtigen Worte finde. Aha. Meine Frau hasst mich, habe ich das mal erwähnt? Aber sie macht das gerne. Ja. Karma, Bitch. Das ist hart Karma. Hast du verdient. Das dient, genau. So, das haben wir erstmal. So. Nein, das ist nicht Minecraft und es ist auch kein Michi da, mit dem du dich unterhalten könntest. Es ist einfach nur ich und das Internet. Was hat denn das mit langweilig zu tun? Bist du doof?
Ja, den Kowski kannst du aber nicht voll prellen, weil der Kowski mal zur Abwechslung nicht dabei ist. Oh Mann. Hör auf zu motzen. So. So, jetzt habe ich hier. Ich wollte eigentlich mal zeigen, wie der Hund hier da liegt und wie der sterbende Schwan. Nee, ist glaube ich gerade schlecht. Aber schön, dass du mit dem Hund angehen willst. Nein, ich sitze jetzt, weil ich nicht. Nein, sie ist Superman. Was? Wieso ist sie Superman? Das ist doch, weil ich Bote an. Naja, mehr oder minder. So. Zurück zum Thema. Ich mache hier jetzt erstmal wieder Strom weg, Strom ran, Strom ran. Ja, follow you auf Suchtmittel. So, dann Strom und Strom. So, jetzt können theoretisch alle arbeiten. Du brauchst allerdings noch den Befehl Eisenstange. Und du brauchst den Befehl Eisen. Zack, komm her. So. Der macht Eisenstangen. Hier müssen noch die Dinger hin. Und dann habe ich ein Problem. Da will ich eigentlich hier cool Fabrikgelände bauen und kann aber nicht, weil es fehlt schlicht und ergreifend an Beton. Mal wieder. So, wie machen wir das jetzt? Das ist jetzt erstmal scheiße. Obwohl, wir können das so machen. Und dann kommt das ja von hier nach hier. Dann können wir das eigentlich so rumlaufen lassen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Denn. Na komm. Ganz oben wäre DL. Das ist der zweite. Oh, Nettie, ey. Du kannst echt super stören heute. Ich bin erstaunt. Naja. Hat man vielleicht überall gehört. Aber nur vielleicht. Ist nur eine Vermutung. Es könnte ganz anders sein. Wer weiß das schon? So. Wende. Du bist schon so ein Drohgebärde. So. Mann. Weib. Böses Weib. Ja, habe ich mir gedacht. So. Das passt erstmal. So. Jetzt habe ich einmal kurz Angst gehabt und mache jetzt mal weiter. Ne, ich werde nachher wieder böse bestraft, bin mir ganz sicher. Ja, zack. Mal gucken, was wir jetzt mit Beton wieder da haben. Das wird zumindest die Dings mal einmal wieder fertig kriegen, die Produktionsstraße. Damit hier wenigstens alles beieinander ist. Zack. Zu teuer? Ich habe echt keine Eisenplatten mehr. Ich werd verrückt. Komm, put. Okay, ich bin hier richtig. Eisenplatten. Mehr als genug. Und weiter geht's. Ich freue mich ein bisschen drauf, wenn hier schön Gebäude lang gezogen wird. Ich glaube, ich finde das gut. Das war dumm. Ist das dran? Das ist dran. Schön. Warum ist das gelb? Ich hoffe nur, weil nichts da ist. Ansonsten wäre das echt doof. So. Voll dämlich aus. Warum ist das so? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum habe ich das so gebaut? Zack. So. 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 So ist doch gut. Das gefällt mir. So. Dann
Machen wir mal voll. Zack. 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 Wenigstens das geht jetzt ein bisschen fixer. Zack. Zack. Müssen wir da hinten noch mal eine Mine bauen und dann ist das da schon fast fertig. Dann ist unser Eisenhighway erstmal abgeschlossen. Zack. Zack. Und schon sind wir da, wo wir hinwollen. Mann, Mann, Mann. Also wenn man die Ressourcen ja erstmal hat, geht's flott voran. Ne? Meine Güte. So, dann haben wir hier nochmal Eisen. Was ist hier los? Nimm mal auf hier. Klock, klock, klock. Ach, jetzt habe ich keinen mobilen Miner mehr. Das ist ja mal dämlich. Oh, es ist so nervig. Ey. Geht doch. Habe ich hier noch die Workstation, die ich gebaut hatte? Nein. Bauen wir die mal eben. Rüstungswerkstatt. Zack. Nochmal fertig. Und dann bauen wir einmal den hier. Achso. So, und den haben wir. Lass uns einmal da stehen. Und dann kommt hier die Mine rauf. Wie stellen wir die hin? Eigentlich so, dass sie gleich da hinguckt, oder? Ja. Ich glaube, so ist es in Ordnung. Dann können wir nämlich einmal so. Und so. Ich glaube, der Teil ist mir dann auch egal. Ich kriege das Teil noch einmal Strom. Und dann geht's los. Tada! Da senkt sich der Bohrkopf. Und gib ihm hart. Jo. Läuft. Und die zweite Eisenstraße fertig. So, und dann würde ich sagen, gibt es die erste Fabrikhalle. Und wenn wir nicht genug Beton haben, dann machen wir wieder mal einen kleinen Ausflug. Und kicken dann wirklich mal, dass wir da hinten zu dem Wasserfall oder was auch immer kommen. Aber hier müsste wieder ein bisschen was zusammengekommen. Na, hier nicht, aber hier. Ja, knapp über 100. Das ist ein Anfang. Insgesamt 200 haben wir jetzt. Da kann man aber draus machen. Wir haben hier hinten angefangen. Würde ich sagen, machen wir hier auch weiter. Irgendwie stört mich das. Ich weiß noch nicht warum, aber es stört mich. Egal. Wände. Ja, machen wir hier eine Reihe mit einer Tür. Aha. Okay. Ich kann aus irgendeinem Grund Wand mit Tür links und ist gleichzeitig Wand mit Tür rechts. Aber okay, das sehen wir einfach mal nicht so eng. So, ich glaube, ich will hier aber tatsächlich lieber so ein Tor in der Mitte haben, damit wir hier irgendwann mal durchfahren können mit dem Fahrzeug. Mir dünkt, das hätte mehr Sinn. So, und dann zack, zack, zack. Zack. Ziehen wir hier einfach stumpf die Wände lang. Ein paar Eisenplatten noch nachholen. Oha, ich hätte nicht gedacht, dass ich da jetzt so viele brauche. Aber gut. Zack. Okay. Ja, ist richtig. Alles gut. Alles tutti. Was fehlt jetzt? Nicht genug Freiraum. Echt, der Konstruktor ist zu breit dafür. Wie ätzend ist das denn? Muss ich den jetzt echt weiter in die Mitte ziehen, damit das passt? Vor allem muss ich mit beiden. Wie scheiße ist das denn? Ich so mache.
auch nicht. Schon da passt das nicht. Wie assi. Ja, aber ich will das schön eingerahmt haben. Das geht so gar nicht. Dann muss der halt weichen. Der muss auch weg. Ja, natürlich. Inventar voll. Super. Löpp, würde ich sagen. Hier, die brauchen wir gerade nicht. Brauchen wir gerade nicht. Brauchen wir auch gerade nicht. Heb den Scheiß auf. Hier wird nichts zurückgelassen. So. Her damit. Also. Jetzt brauchen wir wieder einen Konstruktor. Da wäre er drin. Da passt es so. Da ist er in Line. Den nehmen wir auch einmal weg. Dies auch und dies auch. Noch ein Konstruktor. So wäre er in Line. Und wir gehen einen rüber. Zack. Auch wenn das mein Ästhetikempfinden massiv stört. Aber gut. Das tut auch das Gras hier, von daher halb so wild. So. Und hier so. Was haben wir hier noch? Ihr macht wieder Eisenstangen. Komm her hier. Zack. Oh, Strom brauchen die wahrscheinlich auch. Eins und zwei. Und dann geht's auch schon weiter. Das kann hier rein. Wow, ich habe einen ganz schönen Überschuss. Meine Fresse. Der könnte mal so eine Schnecke gebrauchen, wa? So. Aber nichtsdestotrotz, weiter geht's mit Wänden. Wand mit Tür mittig. Gibt's denn nicht so eine Teile mit Förderbändern dran? Kann ich die hier hinbauen? Ja, es geht. Ja, sauber. Und da das gleiche. Tor in die Mitte. Und dann löppt das. Ich glaube, hier am letzten Ende möchte ich auch hier noch ein Tor so haben. Damit wir hier rein und raus rennen können, vernünftig. Also, aber so soll reichen. Und weiter geht's. Zack, zack, zack. Alles zu. Ich meine, eigentlich ist das nur fürs Auge wieder mal, ne? Ich meine, das macht überhaupt keinen Sinn, das hier hinzubauen, eigentlich. So. Und so. So. Ja, das ist doch eine feine Sache. Zack, drunter durch. Und dann haben wir gleich die erste Fabrikhalle. Wie gut ist das? Wie schlecht ist das? Ja, komm. Da hat halt einer ein Loch durchgebohrt. Das wird schon stimmen. Hat alles seine Richtigkeit. So, was ich mich gerade frage, brauchen wir zwei oder drei Stockwerke? Ich glaube, wir müssen nochmal einen höher gehen. Oder? Ja. Da muss definitiv nochmal eine Wand drauf. Scheiße, noch eins. Was man für eine pimmelige Fabrikhalle an Material braucht. Ist schon wieder Strom alle? Das kann nicht angehen. Vor allem, wir müssten jetzt alle leer sein. Ups. Naja, wenn wir schon mal dabei sind. Okay. Wie? Hä? Hab ich den Kraftstoff weggelegt? Bin ich doof? Moment, Tatsache. So. Ich sollte da hinten vielleicht auch nochmal so eine Tür hinbauen. Ich glaube, das wäre ganz sinnig. Zack, 54 Holz. 59 Holz. Weg, 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 weg. So, dann gucken wir mal, wo uns gerade scheitert. Ich kann es mir tatsächlich gerade nicht so wirklich erklären.
aber alles steht, wie mir scheint. Warum? Hab ich zu wenig Strom? Ist doch auch nicht, oder was? Ist doch auch Quatsch. Also hier ist definitiv noch Kraftstoff drin. Oha. Ich habe tatsächlich meine Kapazität überschritten. Wir brauchen noch einen Brenner. Das ist ja doll. Zack. Damit habe ich nicht gerechnet. Zack, den hier auch an. Kriegt der gleich noch ein bisschen Treibstoff. Und Feuer. Ja. Meine Fresse. Ach, warum ist denn da so eine Spitze drin gewesen? Rauf, runter, rauf, runter. Na gut. Wie dem auch sei. Wir machen jetzt mal wieder Kraftstoff. Dann füllen wir einmal wieder alle auf und dann bauen wir unsere Halle fertig. 20 Minuten noch Zeit. Alles Tulli. Alter, wie viel Holz wir haben. Scheiße. Jetzt haben wir auch keinen Platz mehr. Dum-dum. Komm mal hier. Geh mal dahin. So viel brauche ich gerade überhaupt nicht hier. Unglaublich. Schatten sehr viel. Komm, mach mal fertig den Scheiß. 600 kriegen wir. Allein mit dem, was wir jetzt an Biokraftstoff haben. Nicht schlecht. Holz lohnt sich wirklich. Ich glaube, mit zwei Stacks können wir erstmal zufrieden sein, aber kriegen wir alle aufgefüllt. Und behalten, glaube ich, sogar ein bisschen was für uns übrig. Ha, wir haben aber keine zwei Stacks. Was ein Scheiß. Und dann muss das so sein. Zack, 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 zack. Was habe ich denn da noch in der Hand? Ist das Eisen? Habe ich Eisen jetzt dabei? Tatsache. Ich werde verrückt. Ach, wahrscheinlich vorhin beim Abbauen, ne? Macht Sinn. Zack, du voll. Oh, vielleicht kriegt doch nicht alle voll. Hauaha. Also der Verbrauch schnellt geradezu nach oben. Das ist ja echt übel. Nur noch ein bisschen was machen. Daran soll es ja jetzt nicht haben. Außerdem müssen wir gleich die Inventarslots wieder offen. Oh, 200, dann ist das alles Toddy. Bisschen mehr wird sogar. Dick, 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 dick. Joa. Damit kann man leben. Hier, den Scheiß kannst du weghauen. Scheiß drauf. Und dann mach voll die Hütte. So, und ein Stack haben wir so da. Hier legen wir mal dieses Ding noch rein. Und dann ist, hups, auch schon dunkel. Das ist ja doll. Dann holen wir uns gleich nochmal Beton. Und dann stellen wir die erste Halle fertig. Kann ich schon Leitern bauen? Ich glaube, die habe ich tatsächlich noch nicht freigeschalten. Ärgerlich. Oh, da ist aber viel zusammengekommen. So, dann machen wir das einfach von innen. Wände. Zack. Na komm. Zack, zack, zack. Na das. Oh, ich mag das. Das hat dann einfach so diesen Eindruck von fertig. Also zumindest das Ding. Ich weiß gar nicht, ob ich hier was reinschreiben kann. Ich würde mir das ja ganz gerne markieren. Ja, und hier wächst die Natur halt ein bisschen mit rein. Das ist halt so, ne? Kannst nichts machen. Ganz kriegst du die weg. So einen ganzen Berg abtragen, wäre vielleicht auch zu viel ist gut. So, und jetzt könnten sich diese kleinen Platten hier tatsächlich lohnen.
Ja. Das ist doch gut. Zack, zack, zack. Könnte ganz schön finster werden hier drin, glaube ich. So. So, so, so. So, so, so. Na? Reicht es noch? Nee, ich glaube, das wird nichts. Dum, dum, dum. Ärgerlich. Nee, aber das will ich jetzt fertig haben. Und wenn ich hier selber den Beton fertig mache. So ja nun nicht. Oh ja, das hat auch was. Bauen wir gleich noch einen Beobachtungsturm, kriegen uns das einmal von oben an. Das wird gut. Ich glaube tatsächlich... So, bist du voll ausgelastet? Ich weiß es nicht. Produktion 90%. 4 Megawatt, 15 pro Minute. Hm. Eigentlich ja ganz gut. War ich nur eine Minute weg? Das ist ja irre. Wow. So. Mach zu, die Hülle. Ich krieg den echt nicht fertig. Ah, nervt mich das. Es fehlen 3 Stück. Alter. Gott, wie nervig. Ich sehe Sachen ja immer gerne, wenn sie fertig sind. Ne? Und das ist weit weg von fertig. Verdammte Scheiße. Schlägt ja das so ein bisschen meinen Perfektionisten hier jetzt. Zack. Da machen wir erstmal ein Tor rein. So, vielleicht auch nochmal irgendwann eine Treppe. Weil wie nervig ist das denn? Dass man hier nicht vernünftig lang laufen kann. So, was sagt uns das jetzt alles? Wir brauchen mehr Beton. Wir könnten hier ein bisschen was wegreißen. Aber das finde ich auch doof. Dann liegt Biomasse rum. Wir gucken mal erstmal, was wir als nächstes holen. Förderband Splitter, Förderband Fusionator. Förderband für 3 Förderbände. Förderband mit Wandhalterung ist ja auch cool. Hier werden auch die Treppen. Produktionsübertakt. Ah, das wäre noch ganz cool. Teilemontage, Manufaktur wäre das nächste. Brauchen wir aber alles noch nicht. Obwohl auch fast. Gehwege wären auch ganz cool. Die Farbpistole ist erstmal überflüssig. Wir wollen da vorankommen. Ich glaube, wir machen erstmal das hier. Dann machen wir erstmal das fertig, um uns die Zeit so ein bisschen zu vertreiben. Da haben wir von allem zu wenig. Super. Löppt. Also, ordentlich Kupfer, ordentlich Eisen, ordentlich Eisen. Ja, wir müssten mittlerweile von allem so viel haben, dass wir wahrscheinlich gleich 3 fertig machen können. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Kupferkabel wir mittlerweile da hinten drin liegen haben. So, sag ich doch, davon haben wir mehr als genug. Habe ich das hier nicht schon geordnet? Ja, mehr oder minder. Ah, da haben wir noch Beton. Ich werde verrückt. Hier haben wir Stangen. Und dann haben wir auch den noch Kupfer. Tü-tü-tü. Zack. Oh, ich glaube, wir haben genug. Oh, ist das schön. Es kriegt alles langsam Struktur. Die erste Halle, bauen wir nachher noch die zweite daneben. Herrlich. Herrlich. Aber erstmal machen wir hier jetzt fertig. Aha. Oh, was war das? Voll daneben. Super. Zack. Und da steht die erste Halle. Haha. Geilo. Geilo, geilo, geilo. Und daneben kommt nachher gleich die zweite. Dum, dum, dum. Mit Gehwegen und allem Pipapo. Aber erstmal schicken wir ihn hier auf die Reise. Zack, zack. Eisenplatten. Und Kupfer. Auf geht's. Logistik.
Milestone reached. Conveyor belts. Förderbänder können jetzt zusammengeführt und geteilt werden, um die Komplexität und Effizienz deiner Fabrik zu erhöhen. Jo. Ja, ich glaube, mein Mikro ist gerade vor Langeweile umgefallen. Nee, der ist ja nicht vor Langeweile umgefallen. Der, na wohl, der ist halt einfach nur kaputt. So. Wie machen wir denn das hier? Brauchen wir eigentlich, haben wir den Lift jetzt auch gleich dabei gehabt? Ja, Förderlift. Das finde ich gut. Können wir nämlich das hier erstmal wegnehmen. Bauen hier. Ne, das ist ja scheiße. Bauen hier dann so ran. So. Das war jetzt dumm, aber egal. Hier können wir ja nicht mehr lang. Und dann gucken wir mal, wie das Ding funktioniert. Förderlift. Zack. So. Ah, okay. Okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Wieso kann man das nicht drehen? Ah, okay. Dann so. Und dann von hier nach hier. Und dann von hier nach hier. Passt das? Nein, das passt nicht. Scheiße. Aber von der Sache her cool. Wir machen uns das mal als Orientierung hier hin. So. Ah, guck mal. Eigentlich hätte das passen sollen, ne? So. Das geht nicht, okay. So. Und so. Und jetzt passt es hoffentlich. Das war eng. Alter Vater. Na gut, ansonsten hätte ich die Fabrik noch ein bisschen gedreht. Dann nehmen wir den weg. Und dann ist das weitestgehend gerade. Ja, ich glaube, damit kann ich leben. Tada! Super gut. Ja, das war ja auch so ein bisschen special hier. Gut, dann können wir doch schon mal hier mit dem zweiten Tor anfangen. Das so. Dann eins hier daneben. Und weiter geht's. Zack, zack, zack. Tut man nicht alles für ein bisschen Struktur. Ach, jetzt haben wir das Problem wieder. Na ja, gut. Kleinigkeiten. Meine Rakete ist wieder da. Ich glaube, ich mache jetzt mal das nächste Upgrade. Und dann ist auch Feierabend, sehe ich gerade. Düm, düm, düm. Und die ganzen Eisenplatten wenigstens mal einen Sinn hier. Flamme davon jetzt dabei. Ja, so passt. Was? Wo wir schon mal hier sind, können wir weitermachen, oder? Können wir uns gleich die schöne Produktionsgasse hier angucken. Zack, zack. Boah, Fabrik bauen. Ich weiß gar nicht, ob es noch andere Stromhalter gibt. Das wäre, glaube ich, noch ganz cool. Da kotzt das Ding einfach unsere
unser Metall aus. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ob das ganze Ding nicht langsamer ist als das Förderband. Aber es scheint nicht so. Ich glaube, da hinten ist es der gleiche Abstand. Obwohl, das da hinten ist doch dichter, oder was? Kann man doch keiner erzählen. Warum ist denn hier mehr als hier? Check ich nicht. Ich nehme das einfach mal hin. Aber da muss ich mich nochmal schlau machen. Das ist ja seltsam. So. Oh, gleich war der persönliche Aufwertung, ist mir egal. Hier diese Treppen nach oben will ich, glaube ich, haben. Hier noch was Neues? Nee, cool. Das geht natürlich auch. Nee. Wir nehmen die. Das glaube ich mit am besten. Mit Wandförderbandhalterung finde ich cool. So, gleich rennen damit. Zack, zack, zack. Zack. Und gönn dir. Das geht jetzt natürlich alles wunderbar schnell, ne? Also, Infrastruktur steht. Space, navigation and tidiness, R&D have developed stairs and conveyor walls. Yeah. Oh Gott, wie lange war voll hier? Wo kommen die hin? Na, Logistik? Nein. Ist die Splitter? Der Wände sind die auch nicht. Organisation? Auch nicht. Egal. Wir bauen sich das mal Turm. Aber nur, weil wir es können. Dann kicken wir uns das mal von oben an. Ist ja nicht schön hoch. Zack. Ha. Fabrikhalle. Schmock. Wunderschön. Ja, es wird doch langsam. Ja, da kommt alles raus. Da können wir nachher weiter veredeln. Beziehungsweise können dann einfach in die zweite Etage hochwandern. Vielleicht verbinden wir die dann auch noch. Dass sie einfach hier nur so erstmal faktisch getrennt sind. Und oben dann alles wieder neu konzeptioniert wird. Mal schauen. Oh, es zieht sich mittlerweile auch schön weit ins Land. Fetzt schon ein bisschen, ne? Es wird alles grau. Herrlich. Ja, und mit dem schönen kleinen Anblick hier würde ich mich von euch verabschieden wollen. Ich danke euch fürs Zugucken wie immer. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich auf jeden Fall. Und ja, lasst gerne ein Like da, Abo da. Und wenn ihr Bock habt, kommt beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Satisfactory mit Ragnar Bertholdsson. Bis dahin, schönes Wochenende noch. Reingehauen.